Diesen Hof hat erbaut Anton Korn und Anna Schiefer anno 1870. Tu viens? Schön großartes Puppel. So, wie alt ist das? Hey, ich habe noch die Zeit fürs Korn zu schneiden. Es gibt noch keinen Reihen, oder was der Frosch gesagt. Es ist nicht nur beim Reihen, wie wir unser Korn ins Drucken bringen wollen. Es ist auch bei den Preisen. Was ist mit den Preisen? Ah, mit den Preisen ist nicht gleich Kirsche essen. Preisen sind auch Leute wie du und ich. Ja, vielleicht, aber ihre Kanzler nicht. Da, der Bismarck oder wie der heißt. Die soll nämlich ein ganz gefährlicher sein. Ah ja, der will sogar, dass die süddeutschen Staaten, durch Bayern, Hessen und das Baden-Württemberg, sich mit den Preisen vereinigen, um ein großes deutsches Reich zu bilden. Ja, 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 ja. Und das hast du heute Morgen im Kaffeesatz gelesen, hm? Ah, Spaß, der Pfeifer ist doch schon vom Tag in der Hase und der Sechse seht. Dann wird da in Spanien ein Preis auf dem Thron. Und Frankreich wird eng gekettelt von den Preisen. Ja. Na, das wird lustig. Kein Wunder, hat so ein Organ in Paris. Ich höre, noch wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht worden ist. Ich bin zuversichtlich. Unsere Diplomaten finden schon eine Lösung. Voilà. Guten Exzellenz. Guten Abend, Majestät. Guten Abend. Ich nehme an, Sie sind nicht nach Ems gekommen, um euch nach meinem Befinden zu erkunden. Was ist so wichtig, dass Sie mich hier auf der wunderschönen Promenade des Sources abfangen, Graf Benedetti? Gestern Abend erhielten wir ein Telegramm aus Sigmaringen, dass Prinz Leopold nicht mehr kandidiere. Prinz Leopold? Ach, Brigadier, was gibt's denn Neues? Neues. Sind wir hinter Montham? Krieg gibt's? Krieg? Mit wem? Mit den Preisen? Gerade vor ein paar Tagen, wie wir vom Kornschneider heim sind, habe ich dem Kiefer gesagt, dass man den Preise nicht drehen kann. Weil die Preise ganz Welt dominieren will, so ist es. Nein, die Erfahrung mit dem Hohenzollern um den spanischen Thron hat sich doch erledigt, oder nicht? Im Gegenteil. Regierung. Aber dass es zwar nicht im Krieg gibt, das glaube ich nicht. Sie dummen tun immer ein bisschen lieber. Ja. Ihr Herren. Jetzt wäre es aber nicht, hein? J'ai l'honneur de vous faire savoir qu'à partir du 19 juillet, l'état de guerre entre la France et l'Allemagne existe. Endlich. Was? L'état de guerre existe? Ja. Das heißt doch Krieg, oder nicht? L'état de guerre existe. L'état de guerre existe von jetzt ab. Jetzt gehen Sie uns nämlich durch. Oh, barmherziger Gott, wenn Sie nur nicht über Kranz kommen. Unsere Art ist doch noch düster. Das wäre ja nämlich eine Katastrophe. Man sieht schon nicht viel heigen. Und ruckzuck, in 3 Wochen sind wir in Berlin. Herr Brigadierling, aber hallo. Wenn Franzosen in 3 Wochen schon wieder in Berlin sind, dann müssen sie aber ruckzuck kommen, ruckzuck. Und im Moment ist noch nicht einer zu sehen. Noch bevor es Preiseps merken, sitzt ihm der Franzose schon im Knick. Ja, die Franzosen sind gerecht, nicht wahr, Brigadier? Komm, Mathilde, deiner Schwöger ist doch bayerisch. Also hat auch der bestimmt schon gesagt, zu wem Bayern halten tut, wenn es losgeht. Als letztes habe ich ihn halt gefreut und hat er gesagt, er weiß nicht. Er weiß nicht. Und denen ist noch nie so gut gegangen wie seinem Mutsch. Oder weiß er das auch nicht mehr? Doch. Aber zu mir hat er da noch gesagt, jetzt sind wir bayerisch, weil der Napoleon den Griech verloren hat. Ach Gott, noch einmal. Wir wollen doch wissen, zu wem das der Bayer halt, wenn es losgeht. Hast du das jetzt noch nicht kapiert? Also, meiner Schwöger, der hat einen Nachbar, ja? Das ist auch ein Pfälzer, der heißt Friedrich Eugen. Der hat auch noch gesagt,
Preise will ein großes Reich gründen, deswegen soll Bayern zu den Preisen halten, sonst wird das nichts mit dem großen Reich. Ich würde gerne in deinen Männerrepsen essen, wenn es mir. Mais les Turcos sont à Reichshofen. Et le général Abel Doué est à Wissembourg avec le 1er Régiment de Turcos. Er sagt, Turcos sind zu mir in Sofa. Und das ganze Regiment ist in Wissembourg. L'ennemi est là, das heißt doch, du findest du. Ja, was ist da jetzt auf einmal los? Wie habe ich jetzt überhaupt den Feind da? Ja, was weiß ich, ist noch unter Vogel? Wieso ist denn jetzt der Feind da? Ich hab doch gemeint, die kommen nicht über Platz. Jetzt sind sie doch da. Gut. Hey, der Feind ist da! Der Feind ist da! Der Feind ist da! Warte! Oje! Oje, die Arme! Vous venez de Wissembourg? Vous avez chassé? Bataille perdue! Trop fort! Bataille perdue! Bataille perdue! Bataille perdue! Bataille perdue! Bataille perdue! Vous êtes des menteurs! Mais pas des Français, des menteurs! Wie der Herr Bürgermeister schon sagte, wir sind eine friedliche Gemeinde. Daher bitten wir um Verschonung derselben. Gut. Sind noch Franzosen hier? Nein, Herr Leutnant. Sind auch keine versteckt? Nein. On dirait un roi. Ce n'est pas un roi. Pas encore. C'est le Kronprinz Frédéric III de Prusse qui passe avec son état-major. C'est lui qui commande les Prussiens? C'est lui. Et là, il installe son quartier général au château de Geiger à Soultz. On est le 5 août, en fin d'après-midi, quelques heures avant la bataille dite de Reichshofen. Reichshofen? Ah, je connais. La charge des cuirassiers de Reichshofen, ça je connais. Ah, mais ce n'est pas Reichshofen que cela se passa. Non, il y a deux charges. Celle sous les ordres du général Michel à Morges-Bronn aux environs de 13h30 et celle sous les ordres du général Bonnemain à Elsenshausen près de Fröschwiller aux environs de 15h30. Toutes deux face à la 3e armée qui, avec ses 130 000 soldats, avait un avantage numérique de 3 contre 1. Wie sollen wir ran? Auf Schlachtfeld, Tode mein begraben wäre, Ochter von oben. Ich rieche keinen Preis an. Wenn Sie schon wollen, dass wir Tode begraben, begrabe ich nur mit Franzosen. Preise.
sind auch Menschen. Geh heim und hol deine Schüfel. Le notaire Seldenmeyer, l'Institut Hauser, le gendarme retraité Großkopf. So wie Thomas gebraucht, zu einer bedingungslosen Kapitulation. Hosenschießer, selbst Franzose, Hosenschießer. Hans Beste gewährt, der Chasse-Po. Lass sich bis auf Södertriebe und dort lassen sie sich einschließen. Und heute soll in der Zeitung stehen, dass er den Napoleon gefangen genommen hat. Was? Ach, ja. Dankbar. Ha, dankbar. Jetzt ist er auch noch dankbar, dass er in Gefangenschaft kommt. Ich kann's nicht mehr hören. Das ist jetzt der Erste, der dankbar ist, wenn er in Gefangenschaft kommt. Das gibt's nicht. Nein, er ist dankbar. Voilà, voilà, ist dankbar. Kommen, ihr zwei. Kommen. Der Fritz bezahlt euch ein Glas Wein. Und dann trinken wir auf Gesundheit von ihrem Kaiser, wie so großzügig gewesen ist, und unserem Hosenschießer ein Schloss angeboten hat, damit er dort drinnen sie die Gefangenschaft verbringen kann. Eben mehr. Hallo, wir sind Deutsch. Von jetzt an. Deutsch? Deutsch? Ja, für immer? Ja. Ich meine gerade, es ist gestern gewesen. Und jetzt? Jetzt sind schon wieder 20 Jahre vergangen und das Bibel hier rot. Und die erste Politik. Frau ist mehr für Barbara zu schmieren und Ehe für Inserin. Kommt direkt vom Bachelbock. Mit Anfang möchte ich mich beim Hochzeiter excusieren, dass ich meine Rede nicht in seine Muttersprache halte. Obwohl wir jetzt schon 20 Jahre Reichsland sind. Aber ich hab's immer nicht übers Herz gebracht. Unser wunderschönen Dialekt, wie wir schon von jeher in unserem Haus reden tun. L'organisation de la justice et le maintien du bilinguisme. Le maintien du bilinguisme? Comme à l'école ABCM Zweisprachigkeit à Haguenau, on en parlait déjà à cette époque. Oui, mais d'après ce que j'entends, depuis quelques années, ça n'avance pas beaucoup. On en parle, et c'est tout. Et puis, il y a le concours d'un religieux. Le clergé des trois principales religions est payé par l'État. Generalmobilmachung in Deutschland, Berlin, 1. August 1914. Der Kaiser hat die Mobilmachung des Heeres und der Marine befohlen. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant, comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature, berce-le chaudement. Il a froid. Il a deux trous rouges au côté droit. Komm, komm, Erli, frage ich. Der Kriege schießt, komm, Erli. Der Kriege schießt, die Tschern verloren. Die Tschern Krieg verloren, Waffenstillstand. Komm, der Kriege schießt. Und ich einfach aus der Luft komme. Nicht mit euch sprechen. Nicht vom Land, was bricht, nimm es her. Et à peine deux décennies plus tard, tout recommence. Comment? Tu veux dire qu'il pense déjà à la Deuxième Guerre mondiale en 1931? Oui, le 30 janvier 1933, Hitler est nommé chancelier du Reich et devient le maître de l'Allemagne. Hitler? Thank you.
Ich habe gehört, dass wir mal Hochdeutsch geredet haben. Einmal Elsässerdeutsch, einmal Französisch. Da sind viele drunter, wie das alles verstanden haben. Denke dran, wenn wir mit ihren Kindern nicht Elsässisch reden, können wir in 20 Jahren das nicht mehr machen. Dann müssen sie alle hier noch fliegen. Dann haben wir nur das Handicap in der Lange. Denke dran, wenn wir hier nichts geben. Ihr kennt es noch. Ihr kennt unsere Rede, unsere Sprache. Denn nur wenn wir unsere Sprache reden, können wir sie reden. Merci, schöne Heimreise.